Das Geheimnis zum Glücklichsein. Hallo, ich freue mich sehr, dass auch Sie sich dieses Video anschauen wollen, um dem Geheimnis zum Glücklichsein auf die Spur zu kommen. Mein Name ist Frank Henkel. Vielleicht kennen Sie mich aus Radio und Fernsehen. Seit 24 Jahren engagiere ich mich als selbstständiger Managementtrainer und Persönlichkeitscoach. Während dieser vielen Jahre habe ich einige tausend Menschen getroffen und viele davon in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleitet, beraten, trainiert und gecoacht. Und egal welchen Hintergrund diese Menschen hatten, sie suchten im Grunde doch alle nur eines, nämlich im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten glücklich zu werden. Und mal Hand aufs Herz. Wollen wir das nicht alle irgendwie? Doch wie wird man glücklich? Gibt es da vielleicht so etwas wie ein Rezept? Oder kann man das irgendwie lernen? Die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig ja. Es gibt tatsächlich eine Art Rezept und man kann das Glücklichsein erlernen. Na, ist das nicht eine gute Nachricht? Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht, denn zum Glücklichsein gibt es keinen Fahrstuhl. Jeder muss dazu die Treppe benutzen. Und wer zum Beispiel schon einmal die Treppe zum rechten Turm des Kölner Doms oder die Treppe zum Empire State Building hinaufgekraxelt ist, der weiß, wie viel Ausdauer und Schweiß das kostet. So sagte denn schon Erich Fromm, Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellungen. Dem möchte ich allerdings hinzufügen, dass die Einfachheit des Rezeptes zum Glücklichsein gleichwohl jeden verblüffen wird. Simply the best, es darf also gestaunt werden. Denn, ob Sie das jetzt glauben wollen oder nicht, es geht lediglich um drei elementare Fragen. Sind diese erst einmal geklärt, entwickelt sich auch das Glücklichsein schon fast automatisch. Und bei allen drei Fragen geht es um eine ganz wesentliche Gemeinsamkeit, nämlich um die Harmonisierung von Energieflüssen. Die drei Fragen lauten: Erstens, wie tickt mein Gehirn wirklich und welche Talente blieben mir bisher verborgen? Zweitens, wie tickt meine Seele und was will sie für mein Leben erreichen? Und drittens, wie kann ich die Energien von Gehirn und Seele zusammenführen und dauerhaft harmonisieren? Und? Das klingt doch irgendwie machbar, oder? Wobei rein biochemisch betrachtet zum Glücklichsein eine Art Transmitter-Cocktail gemixt wird. Dieser besteht aus Dopamin, Noradrenalin, Serotonin und Beta-Endorphinen. Doch muss ja logischerweise unser Körper erst einmal alle diese Zutaten herstellen, respektive produzieren. Und hier kommt schon unser Gehirn ins Spiel. Denn es nimmt einen überaus entscheidenden Einfluss bei der Zulassung oder Verhinderung unseres Glücklichseins. Und das nachfolgende Video lässt sicher erahnen, was ich damit sagen will. Verändern wir die Wahrnehmung unserer Realität oder verändern wir die Realität? Oder ist das beides das Gleiche? Das sind Fantasien, das sind Halluzinationen. Sie befinden sich in einem Raum, den Sie Ihr Leben lang nicht verlassen können. Dieser Raum ist Ihr Gehirn. In diesem Raum sehen Sie einen Film. Einen Film über die Realität. Dieser Film ist Ihr Film. Die Frage ist nur, wer schreibt das Drehbuch?
Was ist Realität? Eine der Fragen unserer Existenz. Auf der Suche nach Antworten dringen Wissenschaftler inzwischen in immer tiefere Schichten des menschlichen Gehirns vor. Ist unsere erlebte Realität bloß eine Illusion, eine Simulation, geschaffen durch das Gehirn? Die philosophische Frage, was Realität ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Realität ist im Augenblick das, was wir hier wahrnehmen und worauf sich die meisten derer, die das wahrnehmen, geeinigt haben. Die Welt, sie ist nicht das, was wir zu sehen glauben. Bilder, Geruch, Geschmack. Unser Gehirn nimmt Informationen über die Sinnesorgane auf und interpretiert sie. So erleben wir die Welt. Selbst für unsere Gefühlswelt ist unser Gehirn verantwortlich. Auch unser Ich-Empfinden ist ein neurologischer Prozess. Kann es sein, dass das Gehirn unser Bild von der Welt, die Realität, selbst zusammensetzt? Professor Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung ist bekannt für seine provokanten Thesen. Er behauptet, schon der freie Wille ist nur eine Illusion. Ebenso wie die Vorstellung einer einheitlichen Realität. Inwieweit das Gehirn uns die Welt so präsentiert, wie sie tatsächlich ist, nur in sehr, sehr begrenztem Umfang. Dass dem so ist, sieht man sehr deutlich daran, dass wir aus dem riesigen Spektrum im prinzipiell verfügbaren Signale ganz enge Spektren ausschneiden, aus dem Bereich der elektromagnetischen Wellen zum Beispiel, dem Bereich zwischen 450 und 700 Nanometer Wellenlänge, das ist das sichtbare Licht. Dann kümmern wir uns auch noch um die etwas benachbart liegenden längeren Wellenlängen, die wir als Wärme wahrnehmen. Aber für den Rest sind wir blind. Wir haben kein Sensorium für das ganze Spektrum. Das Gehirn blendet sogar offensichtliche Informationen aus, wie auf diesem Blatt mit zwei Symbolen. Im Experiment bleibt ein Auge geschlossen, das andere fixiert das Kreuz. Nähern wir uns nun dem Blatt, verschwindet der Punkt plötzlich. Ursache dafür ist ein blinder Fleck auf der Netzhaut. Eine Stelle im Auge, die keine Signale empfängt, weil dort der Sehnerv in das Gehirn dringt. Eigentlich müssten wir die ganze Zeit zwei schwarze Punkte vor unseren Augen haben. Doch unser Gehirn rechnet diese Punkte in jeder Sekunde unseres Lebens weg. Die Magie der Täuschung beweist buchstäblich, wir können unseren Augen nicht trauen. Im Kernspintomographen untersuchen Wissenschaftler, wie uns das Gehirn täuscht. Etwa das Phänomen der Scheinbewegungen. Das Sehsystem ist so programmiert, dass es Objektkonstanz annimmt. Also wenn es ein Objekt an der Stelle A entdeckt hat und das gleiche Objekt ist dann leicht versetzt an Stelle B, dann konstruiert das Sehsystem eine Bewegung von A nach B, wenn dieser Wechsel schnell genug erfolgt. Weil es annehmen muss, dass es sich um das gleiche Objekt handelt und nicht in der kurzen Zeit sich das Objekt gleich zweimal darbietet. Den Versuchspersonen werden zwei Quadrate gezeigt, die abwechselnd und versetzt auf einem Monitor aufleuchten. Währenddessen protokollieren die Forscher die aktiven Regionen des Gehirns. Obwohl die Augen keine Bewegung der beiden Quadrate erkennen, vermag das Gehirn, diese Illusion zu erzeugen. Da
Dabei werden auch Hirnregionen aktiviert, die an der optischen Wahrnehmung gar nicht beteiligt waren. Man muss sich immer bewusst sein, dass wir es sind, die festlegen, was ein Objekt ist. Dass wir es festlegen, in welchen Relationen die Objekte zueinander sich verhalten. Das sind alles sehr kreative, sehr konstruktivistische Leistungen. Und viele dieser Leistungen sind wir uns nicht bewusst, sondern wir glauben, wir nehmen wahr, was da ist. Und erst wenn man das im Experiment dann deutlich macht, wird sichtbar, dass wir interpretiert haben. Nach einem Schlaganfall leiden einige Patienten oft an einem sogenannten Halbseitenneglect. Als Folge essen sie beispielsweise nur von der rechten Hälfte ihres Tellers. Sie nehmen den linken Teil ihres Blickfeldes plötzlich nicht mehr wahr, obwohl ihre Augenfunktion völlig intakt ist. Für sie ist die linke Seite nicht länger existent, nicht Teil ihrer Realität. Was wir sehen, entscheiden also nicht die Augen. Unsere Sicht der Welt hängt vielmehr davon ab, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und als wahr anerkennt. Wir werden nie erfahren, wie unsere Umgebung tatsächlich aussieht. Wir kennen nur jene Welt, die das Gehirn für uns permanent konstruiert. Doch was ist mit unserem eigenen Körper? Wenigstens der muss doch so beschaffen sein, wie wir ihn fühlen. Oder nicht? Drei Viertel aller Amputierten leiden an Phantomschmerzen. Sie spüren noch immer das nicht mehr vorhandene Körperteil. Und das oft unter chronischen Schmerzen. Viele dieser Patienten brauchen starke Schmerzmittel. Ein optischer Trick soll den Betroffenen helfen, die Medikamente zu reduzieren. Die Spiegeltherapie täuscht dem Gehirn vor, der fehlende Arm sei noch vorhanden. Christoph Meyer ist Professor für Schmerztherapie. Er nutzt den Mechanismus des Gehirns, um seinen Patienten eine größere Unabhängigkeit von Schmerzmedikamenten zu ermöglichen. Der Amputierte bekommt ja die Information erstmal dadurch, dass etwas wegfällt. Dann kommen aber noch für das Gehirn schwer zu interpretierende Restinformationen aus den verbleibenden Nervenstümpfen. Und das Gehirn versucht, das Körperbild wieder herzustellen, zu rekonstruieren. Dazu benutzt es unter anderem natürlich Erinnerungen. Und wenn diese Erinnerungen schmerzhaft sind, dann wird es besonders leicht benutzbar, weil Schmerzerinnerungen wiederum in der Hierarchie sehr hoch stehen. Und dann rekonstruiert das Gehirn nach einer Amputation das fehlende Körperglied über den Schmerz. Vielleicht ist der Ball ein bisschen rau. Und dann stellen Sie sich vor, dass der Ball sehr schwer ist. Sie spüren richtig das Gewicht des Balles. Spüren Sie richtig das Gewicht des Balls? Ja. Und den Ball mal ein wenig anheben. Die Spiegelung des gesunden Armes, das Trugbild weckt im Gehirn die Erinnerung an den fehlenden Arm. Allmählich hört es auf, Schmerzsignale zu senden. Und nachgeben. Tja! Sollten wir uns da jetzt wirklich noch wundern, dass manche Dinge einfach ganz anders laufen, als wir uns das vorgestellt haben? Es ist also allein unser Gehirn, das für alle unsere Sinne verantwortlich zeichnet. Und demnach sagen auch nicht unsere Augen, was wir zu sehen glauben, sondern unser Gehirn. Oder glauben Sie jetzt noch allen Ernstes, im Folgenden das zu sehen, was Ihre Augen Ihnen versprechen? Eine nackte Frau im Fenster? Angesichts dieser Hirnkapriolen und Illusionen muss man das eigene Gehirn doch wirklich fragen, sag mal, was denkst du dir eigentlich? Tickst du noch richtig? Scherz beiseite.
Wäre es nicht wirklich hilfreich zu wissen, wie unser Gehirn wirklich tickt, warum es zudem gerade so und nicht anders tickt? Den US-amerikanischen Physiker Ned Herman interessierte Anfang der 60er Jahre genau diese Frage. Er wollte zudem wissen, warum beispielsweise der eine Mensch musisch begabt ist und ein anderer nicht. Warum ein weiterer Mensch es beispielsweise lieben würde, Forschungen und Analysen nachzugehen, während sein Gegenüber es bevorzugt, interdisziplinär vernetzte Konzepte zu entwerfen. Ned Herman suchte also nach dem Schlüssel für die jeweils unterschiedlichen Motivationen von Menschen und er studierte akribisch die damals neuesten Ergebnisse der Hirnforschung. Er verband seine eigenen Studienergebnisse mit denen der wissenschaftlichen Hirnforschung und entwickelte in mehr als 1 Million Feldversuchen mit Probanden, die allesamt an ein EEG angeschlossen waren, denn ein MRI kannte man ja damals noch nicht, ein vollkommen wertneutrales Hirnmetaphermodell, das sogenannte HBDI. Er teilte sein Hirnmodell in 4 Hirnquadranten ein, die im Prinzip die Resonanztomographie spiegeln. 4 unterschiedliche Ich-Typen und Farben repräsentieren jeweils einen Gehirnquadranten. Das rationale Ich, begriffliches Denken, analytisch ausgerichtet, faktenorientiert, zahlenfixiert. Das experimentelle Ich, konzeptionelles Denken, vernetzte Sicht, bildhafte Vorstellungskraft, intuitiv handelnd. Das strukturierte Ich, konservativ im Ansatz, organisiert im Handeln, strukturiertes Vorgehen und kontrolliert bis ins Detail. Sowie das emotionale Ich, zwischenmenschlich orientiert, musisch veranlagt, mitteilsam und kommunikativ, kinästhetisch ausgerichtet. Menschen, die ein ehrliches Interesse an meinen Workshops haben, können eine kostenlose Kurzform, aber natürlich auch das kostenpflichtige HBDI-Original zu ihrem genetisch individuellen Hirnprofil über meine Webseite bestellen. Sind erst einmal die illusionsreichen Qualitäten und Energieflüsse des eigenen Gehirns richtig erkannt und harmonisiert, folgt im nächsten Schritt das Erkennen und Harmonisieren der Seelenenergien. Das Erkennen der Seelenenergien erfolgt auf der Basis uralten Volkswissens, denn bereits die Menschen vor 5000 Jahren, namentlich die Veden, Ägypter, Inder, Chinesen, Chaldäer, wussten die Kraft der universellen Seelenenergien zu erkennen, zu deuten und zu nutzen. Und kein geringerer als der Mathematiker und Philosoph Pythagoras erkannte bereits zu seiner Zeit die in sich verschränkten Energiequanten sowie die elementaren Qualitäten und Informationen in mathematischen Zahlen und geometrischen Formen. Auf der Basis dieses alten Wissens entwickelte sich auch unsere heutige Schwingungs- und Informationsmedizin und nicht zuletzt auch die Quanten- respektive Elementarteilchenphysik. Neuzeitliche Forscher und Wissenschaftler wie Einstein, Tesla, Planck, Heisenberg, Kepler, Jung, Seife und Bohr waren oder sind von den verschränkten Qualitäten dieser Quantenenergien und Informationen aber mindestens genauso überzeugt. Um das Geheimnis des eigenen Glücklichseins also lüften zu können,
braucht es somit die klare Verifikation aller Qualitäten und Informationen aus den Energiepotenzialen der eigenen Seele. Denn alle Informationen zu den Bausätzen des Lebens können wir aus den Energien von Zahlen und Formen deutlich herauslesen, gleich so, wie das folgende Video eindrücklich zeigt. Fazit: Die wesentlichsten Informationen zu unseren eigenen individuellen Seelenenergieträgern bekommen wir über die Auswertung unserer Zahlen aus dem Geburtsdatum und vollständigen Geburtsnamen. Das numerische Zahlenkreuz des Pythagoras bildet hierfür die grundlegende Basis. Beispiel: Peter Müller, geboren am 24.03.1965. Jede dieser Zahlen hat ihre eigene Schwingungsfrequenz sowie ihre spezifischen Energiequalitäten. Diese Zahlen gilt es also sorgfältig auszuwerten. Das Ergebnis offenbart neben dem ganz individuellen Code of Life eine Vielzahl anderer Seeleninformationen, deren spezielle Qualitäten unser Leben bereichern und unser Glücklichsein anregen. Damit nun die Lebensenergien frei fließen können,
müssen im nächsten Schritt alle Informationen und Energiequalitäten aus den HBDI-Hirnpräferenzen und dem numerischen Lebens- und Seelenspiegel energetisch aufeinander abgestimmt und harmonisiert werden. Dazu ist es notwendig, die hirndominierenden Glaubenssätze des Lebens zu hinterfragen und eventuell zu modifizieren. Elementare Glaubenssätze entstehen ja meist schon zwischen dem 3. und 9. Lebensjahr, also in der Lebensphase, in der wir als Kind das ganze Weltgeschehen allein auf uns beziehen. Unsere Eltern kritisieren oder tadeln uns und es fallen Sätze wie: Du bist ein Dummerchen, du bist ein böses Kind, das kannst du nicht. Du bist nicht lieb. Wenn du so bist, dann... Und weil Kinder in jenem Alter alles wörtlich nehmen und alles darauf reduzieren, geliebt oder nicht geliebt zu werden, lieb oder böse zu sein, entstehen daraus feste Glaubenssätze wie zum Beispiel: Ich bin böse, ich bin dumm, ich kann das nicht, ich bin nicht liebenswert. Derartige Glaubenssätze lösen wiederum Gefühle aus, wie Trauer, Einsamkeit, Wut, Hass, Neid. Und aus dem Zusammenschluss von Glaubenssätzen und Gefühlen entstehen Emotionen, respektive Energiebewegungen. Wir sollten endlich erkennen, dass unser aller Leben lediglich aus zwei elementaren Energiebewegungen besteht: Liebe und Angst. Und diese Energiebewegungen können fühlbare Schmerzen verursachen. Werden diese Schmerzen dann zu stark, versuchen wir die Ereignisse, die uns zu diesen Glaubenssätzen, Gefühlen und Emotionen geführt haben, zu verdrängen. Und je älter, rationaler und erwachsener wir werden, je erfolgreicher lernen wir das Verdrängen oder Wegerklären. Allein die elementaren Glaubenssätze unserer Kindheit bleiben in unserem Kopf und Unterbewusstsein, ja in jeder Körperzelle erhalten, selbst wenn wir sie im Laufe der Jahre über unseren Verstand leicht abwandeln. Aus Sicht des Erwachsenen lauten sie dennoch ähnlich: Ich halte das nicht aus. Ich schaffe das nicht. Ich finde keinen Lebenspartner, der mich liebt. Ich bin vollkommen ausgebrannt. Ich bin überfordert. Ich habe Angst vor der Zukunft. Mit diesen oder ähnlichen Glaubenssätzen kann aber wohl kaum jemand glücklich werden, geschweige denn glücklich sein. Doch mit den gezielten Methoden des Core Coaching 5 werden die energieraubenden und blockierenden Glaubenssätze erkannt und nachhaltig verändert. Geist, Seele und Körper erfahren eine energetische Harmonisierung, bei der Achtsamkeit, Ruhe, Meditation und Loslassen ein sich selbst erkennen fördert. Glücklich sein findet dann darin die ganz natürliche Folge. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte meiner Webseite www.core-coaching.ch.